nachts um 2 oder 3 oder 1, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das dann gemacht, durchgezogen. Ich war fast auf einer 1 AKD. Und ja, Leute, dann wurden wir erwischt. Wir waren so zu zweit oder so, oder zu dritt. Steck mich so hinter dir. Willkommen zu der Runde Bed Wars auf meinem Kanal 4x2 auf Rainbow mit dem lieben Fabio. Hallo. Ja, Leute, und zwar geht es um meinen Gommelbann. Kors. Komme, ihr wisst Bescheid, ich war ja Kors-Spieler, hatte meinen Clan, Evoke, beziehungsweise Vogue. Das war im August 2017, erstreckte sich über fast 2 Monate. War schon geil, die Zeit. Ja, ich habe einen Fehler begangen. KD juckte wirklich keinen. Nur, ich wollte unbedingt die 1 AKD. Dann erstellte eine Person, dessen Namen ich jetzt aus Schutzgründen nicht nennen möchte, eine WhatsApp-Gruppe Boosting aber pst, und wir entschieden uns daraufhin, mit Alt-Accounts Kills zu farmen am Spawn nachts um 2 oder 3 oder 1, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das dann gemacht, durchgezogen. Ich war fast auf einer 1 AKD. Und ja, Leute, dann wurden wir erwischt. Wir waren so zu zweit oder so, oder zu dritt. Genau, Leute, und dann wurden wir erwischt von einem Supporter. Ich glaube, das war Jamal Zockt. Grüße gehen raus. Und ja, Leute, dann war ich gebannt. Es ging für 3 Monate, der Bann. Ich habe dann ein Appeal, also einen Entbannungsantrag geschrieben. Wurde verkürzt auf 1 Monat. Jedoch ist es so gewesen, dass keiner mehr Leaderrechte hatte im Clan. Auf Gaume, ihr wisst, Clan-Team, Clan-Info. Und dann stehen halt die Mitglieder, die Moderatoren und die Leader. Und Alter, Leute, ich war so dumm. Ja, ich meine, keiner hatte Leaderrechte und ich wollte unbedingt den Clan noch beibehalten. Weshalb ich auf Erichs Account gegangen bin. 1325 Erich Love Zicker, wie hieß der. Von dort aus einen Member halt promotet habe. Mehr nicht. Deshalb habe ich Bannumgehung gemacht und wurde dann permanent für Bannumgehung auf meinem Main gebannt. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal Kors gebracht hätte, aber auf jeden Fall war es ein guter Anstoß für diesen Kanal. Nichtsdestotrotz ist es halt ziemlich scheiße gewesen von mir. Es war dumm von mir, Bannumgehung zu begehen. Es war richtig dumm von uns, Kills zu boosten, nur für die 1 AKD. Ihr müsst wissen, man setzt sich einen Kors für ein Team ein. Und für das Team, sich einzusetzen, da kriegt man halt viele Tode und auch mal ein paar Kills. Halt immer mehr Tode. Und ja, Leute, es tut mir einfach leid. So, ich habe auch ich habe auch aus den Fehlern gelernt. Ich würde es niemals mehr machen. Und, keine Ahnung, ist halt dumm mit Alt, sich so einen Spielvorteil zu erspielen. Übrigens, jemand kommt, glaube ich. Bist du in der Base? Mhm. Kannst du dir Fullico machen, vielleicht? Ich versuche trotzdem, hier das Backpack eingebaut. Was ist das für eine Range gewesen, lol. Auf jeden Fall, Leute, tut's mir echt leid. Es ist ein bisschen peinlich, das zu sagen, mit Alt zu boosten, so. Aber es ist jetzt Vergangenheit, von einem halben Jahr war das. Und naja, Leute, jetzt hat sich vieles geändert. Ich habe mich auch ein bisschen geändert von der Persönlichkeit her. Halt mit Alt sich KD zu erboosten, mache ich nicht mehr. Also das ist halt einfach nur noch dumm. Ich wäre einfach entbannt worden. Also Leute, lernt daraus, macht nichts mit Alt-Accounts. Irgendwie erboostet euch keinen Vorteil. Ich meine, es ist ja wirklich ein klarer Vorteil gewesen. Für mich so als Ziel. Aber 1 AKD, es juckt keinen. Ich habe es ja vorhin am Anfang des Videos erwähnt. Leute, es juckt keinen, was man für eine KD-Kurs hat. Und ja, Leute, jetzt bin ich hier. Aber wegen des Bands bin ich auch auf Revi gekommen und das ist auch viel besser so. Grüße gehen raus an den Krankenwagen. Ich habe geboostet, das ist halt echt eine sehr, sehr schlechte Entscheidung und nicht sehr erwachsen gewesen. Ja, jetzt habe ich mir echt endlich getraut, das Video zu machen. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht so viel Flame abbekomme für. Damit waren auch übrigens mein Stat Reset fällig und das waren 12.000 Wins den Kors. Die habe ich innerhalb von 1,5 Jahren mehr erspielt. Also Leute, 12.000 Wins weg. Einfach so, mit einem Satz, weil ich einfach geboostet habe für eine 1 AKD, die irrelevant ist. Dümmer kann man nicht sein. Richtiger Feuerstein-Moment, ich würde einfach sagen, dass ihr das einfach mal als Beispielvideo nehmt. Man sollte echt nicht boosten. Das ist so dumm gewesen. Also es war idiotischer, ging es eigentlich kaum. Fabio kann da sicher auch noch was dazu sagen. Er war ja auch im Clan. Naja, wie gesagt, ich war die Person, die promotet wurde von dir, als du auf den Kampf von Erich gegangen bist. Weil ich war dann mit Tietz, weil ich ihn kennt, glaube ich eher weniger. Ja. Okay, war ich dann mit ihm, ist auch, glaube ich, jetzt Platz 3. War ich dann mit ihm Mods, oder er war Lia, ich war Mods im Clan. Und es war einfach eine total dumme Aktion. Ich habe dir, glaube ich, sogar noch abgeraten, das zu machen. Ja. Aber du wolltest, glaube ich, auf uns hören, so. Ja, habe ich auch. War einfach eine absolut dumme Aktion, so von dir. Aber ich sag mal so, du hast daraus gelernt. Ich glaube, der Fehler wird dir auch echt nie mehr passieren, so. Ja, also für KD, für eine 1 AKD. Ja, zu boosten, das wolltest du damals nicht so verstehen. Ja, das wollte ich nicht verstehen, aber ich dachte mir auch so, ja, das fällt eh keinem auf.
Und jetzt kommt nämlich der ganze Plot-Twist an der Sache. Unser Hass-Clan Slice. Ich grüße Slice hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob die das hier sehen. Wenn ja, dann liegt es am Titel wahrscheinlich, weil die mögen mich, glaube ich, nicht so. Die haben eine Sprachmemo unerlaubt von mir aufgenommen. Also eine Sprache aufgenommen vom TS. Wie ich sagte, dass ich Bannumgehung mache, um halt Leute zu promoten. Also Leute, das... Oh mein Gott, bin ich da! Das ist einfach dumm gewesen. Ich meine, die haben es unerlaubt aufgenommen. Da wurde ich noch unerlaubt, also mit unerlaubten Mitteln gebannt, weil man darf wegen Voice-Aufnahme nicht bannen. Aber der Supporter wurde jetzt auch deshalb, glaube ich, entlassen oder wegen solchen Geschichten halt. Und ja, ich bin jetzt gebannt. Ich denke auch nicht, dass ich nochmal entbannt werde. Wenn ja, es tut mir wirklich aufrichtig leid, Gomma, der Punkt, ich kann aber Scheiß tun jetzt, außer mich halt zu entschuldigen. So. Und das ist halt jetzt übel der dumme Fehler gewesen. Ich sehe es ja auch ein und so weiter. Wäre halt schade, weil ich hätte bestimmt mal gerne irgendwas Richtung Gomme-Content gebracht, irgendwie hier zur Abwechslung. Aber Ribi tut's auch. Wenn ihr mich nicht entbannt wollt, tut's mir halt leid. Gut, Leute, ich würde einfach sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und schaut bei Kiesestamm vorbei. Ich sag's jetzt übel oft, aber er ist halt immer dabei. Grüße gehen raus und ja, nochmal sorry an alle. Ich hoffe, ich krieg jetzt nicht zu viel Hate. Haut rein. Ciao. Ciao.